Hi, ich bin Justin aus Philadelphia und 15 Jahre alt. Heute möchte ich euch meine erstaunliche Geschichte erzählen. Aber bevor wir beginnen, abonniert bitte den Kanal und liked dieses Video. Ich war ein gewöhnlicher Typ. Ich ging mit meiner Schwester Samantha zur Schule, die ein Jahr jünger war als ich. Und ich war auch verrückt nach Britney. Da ist sie. Bro, wann wirst du sie ansprechen? Ich weiß nicht, Bruder. Es muss der richtige Moment sein. Oh, hi Robert. Ich hab dich Basketball spielen sehen. Du warst großartig. Ich weiß, danke. Oh ja, übrigens, meine Schwester war total in meinen Freund Rob verknallt. Es gab nichts Besonderes in meinem Leben. Außer, nun, Mom hat mich manchmal aufgeregt. Justin, hast du schon gegessen? Ja, Mom. Hast du die Sandwiches eingepackt? Ja, Mom. Wie ihr sehen könnt, war meine Mom eine Helikoptermutter. Sie konnte die Tatsache nicht akzeptieren, dass Samantha und ich keine kleinen Kinder mehr waren. Justin, warum bist du nicht gleich nach der Schule nach Hause gekommen? Ich habe unserer Nachbarin Mrs. Burns geholfen. Ihr Hund verschluckte sich an einem Spielzeug. Was hast du dir dabei gedacht? Das ist gefährlich. Sie hätte dich beißen können. Also ich meine den Hund, nicht Mrs. Burns. Mom, hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Junger Mann, achte auf deinen Ton. Es war unerträglich. Was hättet ihr an meiner Stelle getan? Ich wusste es auch nicht. Doch dann kam Mom eines Tages besorgt nach Hause und sagte, sie müsse für ein paar Tage arbeitsbedingt wegfahren. Ich kann euch nicht alleine zu Hause lassen. Mach dir keine Sorgen, uns wird es gut gehen. Ja, wir können damit umgehen. Mom beruhigte sich ein wenig. Überglücklich rief ich Rob an. Dude, Mom fährt übers Wochenende weg. Kannst du das glauben? Oh, weißt du, was das bedeutet? Du sollst eine Party schmeißen. Oh, da bin ich nicht sicher. Was? Warum? Du könntest Britney einladen und sie endlich auf dich aufmerksam machen. Das ist eine tolle Idee. Ich habe alle meine Freundinnen geschrieben, dass ich am Samstag eine coole Party bei mir zu Hause veranstalten würde. Und ich habe sogar einen DJ dafür gefunden. Die Party würde großartig werden. Hast du Britney schon von der Party erzählt? Ja, sie sagte, dass sie da sein wird. Großartig. Darauf warte ich schon seit Ewigkeiten. Ich komme früh und helfe dir, alles vorzubereiten. Wir sehen uns. Justin, veranstaltest du eine Party bei uns zu Hause? Mist, ich habe vergessen, es dir zu sagen. Ich nehme am Montag an einem Literaturwettbewerb teil und muss eine gute Geschichte dafür schreiben. Wie soll ich mich während einer Party konzentrieren? Das war nicht gut. Wenn Samantha Mom davon erzählt hätte, wäre ich erledigt. Ich musste sie davon überzeugen, dass die Party eine tolle Idee war. Mach dir wegen des Wettbewerbs keine Sorgen. Lass uns etwas Spaß haben. Rob wird übrigens da sein und er ist immer noch Single. Wirklich? Okay, lass mich dort einfach nicht allein, okay? Deal. Alles verlief nach Plan. Mom hatte bereits ihre Koffer gepackt und Samantha und ich konnten es kaum erwarten, dass sie ging. Doch dann klingelte jemand an unserer Tür. Mom öffnete die Tür und eine junge Frau betrat unser Wohnzimmer. Sie war ungefähr 20 Jahre alt. Mary, du kommst genau zur richtigen Zeit. Mom, wer ist das? Ich konnte euch nicht einfach ohne Aufsicht zurücklassen. Das ist Mary. Sie wird dieses Wochenende auf euch aufpassen. Was? Auf uns aufpassen? Schön, euch kennenzulernen, Justin, Samantha. Ich bin mir sicher, dass wir gut miteinander auskommen werden. Mary ist jetzt auf dem College, aber bald wird sie Lehrerin, also vertraue ich ihr. Was mich am meisten verärgerte, war nicht der Grund, dass meine Party in Gefahr war, sondern die Tatsache, dass Mom uns für so hilflos und verantwortungslos hielt, dass sie eine Babysitterin engagierte? Mom, wir sind erwachsen. Wir brauchen keine Babysitterin. Junger Mann, das steht nicht zur Diskussion. Wenn etwas schief geht, ruf mich sofort an. Natürlich, Miss Swanson. Alles wird gut. Justin, mal sehen, ob du dich wie ein Erwachsener benehmen kannst oder nicht. In diesem Moment hasste ich Mary und ihr arrogantes Lächeln. Ich stürmte in mein Zimmer und rief Rob an. Alter, wir haben ein Problem. Ich sagte meinem Freund, dass es keine Party geben würde, wenn wir nicht etwas gegen die Babysitterin unternehmen würden. Wir müssen uns etwas ausdenken. Wenn Britney herausfindet, dass ich die Party abgesagt habe, wird sie mir keine Chance geben. Wir müssen eure Babysitterin loswerden. Machen wir ihr Angst. Du könntest ihr sagen, dass es in deinem Haus Untote gibt. Sie wird bestimmt weglaufen. Das ist super, Rob. Mein Freund kam eine halbe Stunde später zu uns. Wir haben schnell die Details des Plans ausgearbeitet und ihn in die Tat umgesetzt. Rob bemalte sich mit dem Dunkeln leuchtender Farbe, zog zerrissene Kleidung an und versteckte sich im Keller. Nach ein paar Minuten hörte ich Kreischen und Heulen. Was ist das für ein Lärm? Oh nein, es ist wieder da. Geh nicht in den Keller. Bitte, ich glaub nicht an Geister. Mit diesen Worten öffnete sie die Kellertür und ging nach unten. Rob stolperte aus der Dunkelheit. Oh, was bist du? Mary rannte aus dem Keller, stolperte und fiel hin.
Dude, ich glaube, du hast es übertrieben. Oh, ist sie ohnmächtig geworden? Hey, was macht ihr da? Und was ist mit Mary? Sie wurde müde und beschloss, ein Nickerchen zu machen. Sie hätte nicht zugelassen, dass wir eine Party schmeißen. Es musste etwas getan werden. Rob und ich schleppten Mary in Moms Schlafzimmer, nahmen ihr das Handy weg und sagten Samantha, sie sollte auf die Babysitterin aufpassen. Bleib hier, ruf mich an, sobald sie aufwacht. Es kamen immer mehr Leute zur Party. Der DJ war der Wahnsinn. Ich schenkte Getränke ein. Als ich Britney sah, sie sah fantastisch aus. Komm schon, Justin, jetzt oder nie. Hey, Bri, willst du den coolsten Typen auf der Party sehen? Hm, keine Sorge, ich werde ihn selbst finden. Dude, du musst selbstbewusster sein. Mädchen lieben das. Ich wollte Britney schon wieder anmachen, als Mary das Haus verließ. Sie hatte sich verändert und sah nicht mehr wie eine Babysitterin aus. Jetzt trug sie ein Party-Outfit und knalliges Make-up und sah aus wie ein ganz anderer Mensch. Lasst uns die Party beginnen, Leute! Sie schnappte sich einen Drink und tobte sich auf der Tanzfläche aus. Was ist mit ihr passiert? Ich rannte ins Haus und fand Samantha. Ich weiß nicht, was mit Mary los ist. Ich ließ sie für eine Sekunde allein und als ich zurückkam, war sie schon so. Mit unserer Babysitterin stimmt etwas nicht. Wer ist sie überhaupt? Meine Schwester und ich beschlossen, mehr über Mary herauszufinden. Ihr Name ist Smith. Schau, da ist sie. Mary Smith, Studentin an einer pädagogischen Hochschule, wurde mit einem gespaltenen Persönlichkeitsstörung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Sie bekam die Behandlung, die sie brauchte. Als du ihr Angst gemacht hast, muss Mary sich verändert haben und ein völlig anderer Mensch geworden sein. Was auch immer. Zumindest müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen, dass sie die Party ruiniert. Und dann wurde die Musik so laut aufgedreht, dass das Glas in den Fenstern wackelte. Ich rannte aus dem Haus und sah unsere verrückte Babysitterin am DJ-Pult stehen. Hey, mach das leiser! Die Nachbarn werden die Polizei rufen! Sei kein Spielverderber! Es macht Spaß! Bevor ich etwas dazu sagen konnte, rannte Samantha auf sie zu. Justin, sprich mit Rob! Er will nicht mit mir reden! Kümmer dich selbst darum! Ich mag diese Party nicht! Wirf alle raus oder ich rufe Mom an. Ach komm schon, ich musste mich um unsere Babysitterin kümmern und jetzt wurde meine Schwester zu einem weiteren Problem. Ich versprach ihr mit Rob zu reden und versuchte Britney zu finden, bevor irgendjemand anders sie um ein Date bitten konnte. Und dann hörte ich Polizeisirenen. Mach die Musik leiser! Unsere Babysitterin machte die Musik aus und alle starrten mich mit großen Augen an. Ich musste schnell nachdenken. Alle zusammen, geht in die Garage, beeilt euch! Es klingelte an unserer Tür. Alle Partygänger versuchten, sich zu verstecken, während ich zur Tür ging. Guten Abend, Officer. Wir haben eine Lärmbeschwerde von eurem Nachbar erhalten. Er sagt, du hättest eine Party geschmissen. Er muss sich geirrt haben. Kommen Sie rein, schauen Sie sich um. Der Polizist ging um das Haus herum, fand aber niemanden. Ich war ein verdammtes Genie. Nachdem der Polizist gegangen war, kamen alle aus der Garage und begannen, mich zu loben. Dude, du bist so cool. Du hast die Party gerettet, Alter. Hey, willst du tanzen? Das war keine Übung. Das Mädchen meiner Träume hat mich endlich bemerkt. Wir tanzten und die Party ging weiter. Aber sobald ich mit Britney allein war, störte mich Samantha wieder. Hast du mit Rob geredet? Er ignoriert mich immer noch. Ich ruf Mom jetzt an. Oh nein, ich habe meine Schwester vergessen. Das war ein Problem. Warte. Ich bin in einer Minute zurück. Rob spielte mit unseren Klassenkameraden. Ich hab noch nie. Ich zog ihn beiseite. Bro, warum ignorierst du Samantha? Du weißt, dass sie dich mag. Bro, sie ist so langweilig, Dude. Ich werde nicht mit einer Neuntklässlerin zusammen sein. Doch, das wirst du, wenn du die Party nicht ruinieren willst. Verstanden? Rob wollte etwas sagen, aber dann hörten wir etwas in der Nähe des Pools krachen. Ich eilte dem Lärm entgegen und sah unsere verrückte Babysitterin. Sie spielte Bowling auf dem Rasen, benutzte aber Gartenzwerge als Pins. Ich hätte schwören können, dass ich sie schon einmal irgendwo gesehen habe. Oh, ich habe sie euren Nachbarn gestohlen. Er hätte nicht die Polizei rufen sollen. Bevor ich etwas dazu sagen konnte, warf Mary einen Ball und zerbrach die Gartenzwerge in Dutzende Stücke. Alle jubelten. Was zum Teufel machst du? Denk an Sachschaden. Das reicht. Für dich ist die Party vorbei. Ich packte diese Psychopathin am Arm und zerrte sie zur Tür. Ich möchte mehr Spaß haben. Hab woanders Spaß. Ich schlug ihr die Tür vor der Nase zu und fand Britney wieder. Hey, Schöne, hast du mich vermisst?
Justin, du bist ein cooler Typ. Also, warum benimmst du dich wie ein Idiot? Das war unerwartet. Ich wurde rot wie eine Tomate. Aber Britney nahm einfach meine Hand und führte mich auf die improvisierte Tanzfläche. Mädchen mögen keine taffen Jungs. Wir mögen selbstbewusste Typen. Sei einfach du selbst. Also, wäre das so einfach? Ich wollte dir sagen, dass ich... In diesem Moment hörte ich jemanden streiken. Die Stimmen klangen vertraut. Warte einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Genau wie ich dachte, waren es Samantha und Rob. Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen, du pickelige Göre? Hey! Pass auf, Kumpel. Ich bin nur hier, weil ich Partys mag. Ihr seid beide Loser. Wag es nicht, meine Schwester zu verletzen. Dieser Idiot hatte eine Grenze überschritten und ich habe ihm eine Lektion erteilt. Rob erwies sich als Lügner. Wie konnte ich nicht erkennen, dass er kein guter Freund war? Alle, die diese Szene sahen, begannen zu klatschen und Rob hatte keine andere Wahl als zu gehen. Das wirst du bereuen. Was für ein Abend. Ich wollte gerade zu Britney zurückkehren. Aber dann rannte unser Nachbar, Mr. Brown, in unseren Garten. So wütend, wie er aussah, hatte er eindeutig genug von uns. Ich kann wegen all dem Lärm nicht schlafen! Ich versuchte, die richtigen Worte zu finden, um ihn zu beruhigen, aber dann sah er seine Gartenzwerge, oder besser gesagt, was von ihnen übrig war. Mr. Brown drehte durch. Das war's! Ich werde dir ein paar Manieren beibringen! Er kam auf mich zu und sah aus, als wollte er mich verprügeln. Britney ergriff meine Hand und zog mich schnell ins Haus. Steh nicht einfach da, renn! Mr. Brown folgte uns. Die Dinge wurden immer schlimmer. Ich schaute aus dem Fenster und sah einen Pickup auf den Hof fahren. Mary ist da rausgekommen. Was für eine Verrückte! Getränke gehen auf mich! Lasst uns wild werden! Sie ging ins Haus und sah Mr. Brown, der Britney und mich in die Enge getrieben hatte. Was ist denn hier los? Diese Teenager haben meine Gartenzwerge zerschlagen. Pfft! Oh, entspann dich, komm schon, ich zahl den Schaden. Mary führte ihn weg und Britney und ich atmeten erleichtert auf. Tut mir leid, das ist wahrscheinlich nicht die Art von Party, auf die du kommen wolltest. Meinst du das ernst? Ich hatte noch nie so viel Spaß. Sie lächelte so süß, dass ich spürte, wie Schmetterlinge in meinem Bauch flatterten. Das schien der perfekte Moment zu sein, Britney von meinen Gefühlen zu erzählen. Aber dort war es zu laut, also schlug ich vor, dass wir uns an einen ruhigeren Ort unterhalten. Wir gingen etwas weiter weg und setzten uns auf die Schaukel. Ich war so nervös, dass meine Handflächen schwitzten. Aber ich wollte mir meine Chance nicht entgehen lassen. Also, was wolltest du mir sagen, Justin? Dass ich dich... Und dann, im unpassendsten Moment, vibrierte mein Handy. Was willst du? Ich bin sehr beschäftigt. Ich möchte mich verabschieden. Was? Das ist nicht lustig, Sam. Ich schaff's nicht. Rob mag mich nicht und du hast mich ganz allein gelassen. Ich bin von zu Hause weggelaufen. Ich geh zum Bahnhof. Mein Herz sank. Oh. Wenn Mom davon erfahren würde, wäre ich erledigt. Justin, was ist los? Ich erzählte Britney, dass meine Schwester etwas Dummes getan hatte. Auf was warten wir? Bringen wir Samantha nach Hause. Wir rannten zu dem Pickup, in dem Mary gekommen war. Meine verrückte Babysitterin saß auf der Motorhaube. Doch dann fuhr plötzlich ein anderes Auto vor unser Haus und einige Schläger stiegen aus. Ups, das ist nicht gut. Wer ist das? Ich habe diesen Pickup gestohlen. Er wurde neben einer Bar geparkt. Diese sind wahrscheinlich seine Besitzer. Was? Du bist die schlechteste Babysitterin der Welt. Mittlerweile haben uns die Schläger fast erreicht. Aber ich hatte im Moment größere Probleme als sie. Also sagte ich den Mädchen, sie sollten in den Pickup steigen und bat Mary, uns zum Bahnhof zu fahren. Okay, schneid euch an, Kids. Ich bringe euch in kürzester Zeit dorthin. Stopp! Ihr könnt uns nicht entkommen! Mary gab Gas und wir fuhren los. Das hat die Besitzer des Pickups verärgert und sie haben uns verfolgt. Fahr schneller, sie holen auf! Keine Sorge, ich werde sie abschütteln. Mary raste, als gäbe es kein Morgen. Und schon bald erregte sie die Aufmerksamkeit der Polizei. Mist, jetzt sind auch die Bullen hinter uns her. Die Party geriet außer Kontrolle. Aber in diesem Moment gab es für mich nichts Wichtigeres, als meine Schwester zu finden. Mary machte eine scharfe Kurve und es gelang uns, von den Schlägern zu lösen. Puh, endlich. Bald erreichten wir endlich den Bahnhof. Ich stieg aus dem Pickup und sah Samanthas tränenüberströmtes Gesicht. Justin, du bist wegen mir gekommen. Wie könnte ich das nicht? Du bist meine kleine Schwester. Auch die Mädchen stiegen aus dem Auto. Britney lächelte, als sie sah, wie sehr mir Samantha am Herzen lag. Doch dann wurde unser rührendes Wiedersehen von den Gangstern unterbrochen, die uns schließlich einholten. Ihr habt unseren Pickup gestohlen und werdet dafür bezahlen. Und ihr habt gefälschte Waren verkauft. Was würden die Polizisten sagen, wenn ich ihnen davon erzählen würde? Oh, da sind sie. Genau wie aufs Stichwort. Hey, hier.
Die Polizei verhaftete diese Kerle, weil sie an der Verfolgungsjagd teilgenommen hatten. Und dann wurde Mary plötzlich von einem hellen Blitz der Polizeisirene geblendet. Sie schwankte und fiel dann in meine Arme. Kinder, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ihr kommt auch mit uns zur Wache. Wir haben nichts gemacht. Geben Sie unserer Babysitterin die Schuld. Die wird alles erklären, sobald sie aufwacht. Komm schon, Mary. Eine Sekunde später kam sie zu sich und sah sich verwirrt um. Wo bin ich? Warum trage ich diese Kleidung? Samantha, Justin, eure Ausgangssperre ist längst vorbei. Ups, es schien, als hätte etwas den Schalter in Marys Kopf wieder umgelegt und sie war wieder normal. Mist, hätte das nicht warten können? Wie dem auch sei. Die Bullen ließen sich von unseren Ausreden nicht überzeugen und fuhren uns zur Wache. Der Abend wurde zum absoluten Albtraum. Ich hatte Angst, mir überhaupt vorzustellen, was passieren würde, wenn Mom alles erfahren würde. Ich bin erledigt. Oh, Kopf hoch. Es war eine unvergessliche Party. Danke, dass du hinter mir her bist. Du bist der beste große Bruder der Welt. Jetzt weißt du, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Wenn ich nicht gewesen wäre, hättest du nicht erkannt, wie viel dir deine Schwester bedeutet. Und du hättest nicht Robs wahres Gesicht gesehen. Warte mal, wovon redest du? Mary und meine Schwester tauschten einen hinterhältigen Blick aus. Nun, Samantha, sollen wir es ihm sagen? Es stellte sich heraus, dass Mary sofort erkannte, was ich vorhatte. Könnt ihr das glauben? Deshalb tat sie so, als wäre sie im Keller ohnmächtig geworden. Sobald ich zur Party ging, überzeugte Mary Samantha mitzuspielen. Sie hatten einen gefälschten Artikel dafür geschrieben, dass Mary in einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde. Dann zog sich unsere Babysitterin um und erteilte mir eine Lektion. Ich bin eine normale Studentin, Justin. Es ist nur so, dass ich beschlossen habe, eine Lehrtechnik, die ich entwickelt hatte, an dir zu testen. Ich war diejenige, die Samantha überzeugte, zum Bahnhof zu gehen. Jetzt weißt du, was es bedeutet, ein verantwortungsbewusster Erwachsener zu sein. Hey, ich bin nicht dein Versuchskaninchen. Ich war sauer auf Mary und meine Schwester wegen ihrer dummen Lügen. Aber dann sagte uns ein Polizist, wir könnten gehen. Glücklicherweise haben diese Schläger ihren Pickup zurückbekommen und keine Anzeige erstattet, so dass wir mit einer Verwarnung davongekommen sind. Es steht euch frei zu gehen, aber heute Abend wird nicht mehr gefeiert. Wir kamen wieder nach Hause. Alle Gäste waren längst weg, aber das Haus war ein einziges Chaos. Ihr müsst aufräumen, bevor eure Mutter nach Hause kommt. Brittany blieb, um uns zu helfen. Und wir machten uns an die Arbeit. Ich war so glücklich, Zeit mit ihr zu verbringen, dass ich meiner Babysitterin sogar alles verzieh, was sie getan hatte. Brittany und ich öffneten die Tür zu Moms Zimmer, um dort aufzuräumen. Und Mr. Brown stürmte heraus. Mary muss ihn dort eingesperrt haben. Ich werde eurer Mutter alles erzählen, was ihr getan habt. Zu meinem Schock trat Mary für mich ein. Ups, ich habe sie völlig vergessen, Mr. Brown. Seien Sie nicht böse. Atmen Sie tief ein. Kommen Sie schon, ich bezahle Ihnen die Gartenzwerge. Sie sprach mit ihm wie eine erfahrene Lehrerin. Überraschenderweise beruhigte er sich sofort. Diese Zwerge sind mir egal. Ich glaube, ich war nur eifersüchtig, weil ihr so viel Spaß hattet. Ich wurde schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu einer Party eingeladen. Verstanden, Mr. Brown. Ich werde Sie das nächste Mal einladen. Bald darauf ging unser Nachbar endlich weg. Den Rest der Nacht verbrachten wir damit, das Haus aufzuräumen. Als Mom zurückkam, war das Haus vollkommen sauber. Mary hatte sich als verantwortungsbewusste Lehrerin gekleidet, bevor sie sie traf. Ich hoffe, die Kinder haben sich benommen. Samantha und Justin sind Engel. Sie sind durchaus verantwortungsbewusst. Sie sollten stolz auf sie sein. Mom lächelte glücklich und meine Schwester und ich atmeten erleichtert auf. Puh, das war knapp. Aber dann tauchte Rob auf und verpfiff uns mit einem frechen Grinsen vor Mom. Er zeigte ihr sogar ein Video, das er während der Party gedreht hatte. Ich hab dir gesagt, dass ich es dir heimzahlen würde, Justin. Verschwinde, wir sind keine Freunde mehr. Rob ging mit einem gemeinen Lächeln und Mom explodierte wie ein Schnellkochtopf. Wie konntest du so ein Durcheinander anrichten? Ich lass dich nicht mehr aus den Augen. Es tut mir leid, wenn es mich nichts angeht, aber es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Sie sollten ihren Kindern vertrauen, erinnern sie sich an sich selbst in ihrem Alter. Ich bin mir sicher, dass sie auch gerne Spaß hatten. Zuerst wurde Mom rot vor Empörung, aber dann dachte sie darüber nach und beruhigte sich. Vielleicht hast du recht, Mary. Ich sollte sie ihre Flügel ausbreiten lassen. Mom wandte sich ab und Mary, Sam und ich gaben uns gegenseitig ein High Five. Wir sind ein tolles Team geworden.
Fragt ihr euch, was als nächstes geschah? Britney und ich wurden ein Paar. Samantha hat eine Geschichte über unser Abenteuer geschrieben und den Literaturwettbewerb gewonnen. Ich beschloss, an Marys College zu gehen und Lehrer zu werden. Mary war gerne bereit zu helfen. So hat nur eine einzige Party mein Leben verändert. Ich bereue nichts.